Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ist es schon abends? Ist alles gut, Elisa? Nur Bumm gemacht? Mami kommt gleich, ja? Holst du schon mal ein Bumbumbuch? Wollen wir gleich mal lesen? Ja, es ist schon abends, also gleich beginnen wir schon Abendroutine. Ich dachte, ich nehme dich wieder mit. Wir haben ganz viel umgeräumt. Und zwar hat Clara entschieden, dass sie ihr Zimmer so ein bisschen umgestalten möchte. Also sie hat jetzt ihre Hochebene anders gemacht, als du das kennst. Bobo-Buch. Bubu-Buch ist da nicht? Ist Bubu-Buch vielleicht unten, Elisa? Aber ist vielleicht unten, oder? Ja, dann hol mal dein Bubu-Buch. Elisa. Elisa und ihr Bubu-Buch. Eine unzertrennliche Liebe. Im Kindergarten gibt es auch Bobo-Buch? Ach so, das ist ja praktisch. Kannst du ja immer vorlesen lassen dort. Nein, auf jeden Fall stehen hier noch so ein paar Sachen rum. Vielleicht kennst du die noch. Ich hatte ja Claras Zimmer einmal komplett umgestellt. Seitdem sie ihre Hochebene hatte, hatte sie das oben, also diesen CD-Player mit verschiedensten CDs auch. Aber das braucht sie ja nicht mehr. Also wir streamen das ja jetzt alles nur noch. Deshalb brauchen wir diese ganzen CDs nicht. Die müssen wir noch irgendwie verräumen. Was sie jetzt aus ihrer Hochebene oben gemacht hat, das zeigt sie dir übrigens auf ihrem Kanal, Clariel. Das Video kommt aber erst am Sonntag. Genau, aber ich werde dir das auf jeden Fall unten verlinken. Du bist Clariel? Elisa hört auch immer mit. Hast du das Bubu-Buch gefunden, den Schnuppchen? Na, sehr gut. Elisa, die süße Maus. Also, sie hatte gestern noch einen Kinderarztbesuch hinter sich gebracht. Und zwar die U7A. Und mit der U7A haben Ich wir auch. habe mein Zimmer Hast du dein Zimmer schön gemacht? Naja, ne? Ist noch so ein bisschen, wie man sieht, eine andere Bettdecke hier. Weil, ja, sie wurde auch gestern geimpft. Also eigentlich ist zur U7A keine Impfung, aber. Heute Morgen Morgen. habe ich Papis Bett. Ja, genau. Da haben wir beiden nämlich zusammengeschlafen und hier oben bei Elisa hat jemand anderes geschlafen, nämlich der Papi. Möchtest du heute wieder in deinem Bettchen schlafen, Elisa? Ja. Oua! Mal gucken, ob das klappt. Hast du Pizza gemacht? Ja, wir waren so ein bisschen spät dran mit den Impfungen. Also wir haben sie leider nicht zeitlich gemacht. Ich weiß nicht, ich habe das immer nur zur U gemacht, wenn wir dann eh dort waren. Deswegen mussten wir jetzt ein paar Impfungen nachholen, aber jetzt haben wir auch schon die nächsten Termine gemacht, damit ich das auch nicht wieder vergesse, weil das ist schon sehr, sehr wichtig. Und Elisa hat auch direkt gestern Abend darauf reagiert. Also sie hatte plötzlich ganz, ganz hohes Fieber bekommen. Zum Glück hatten wir dann auch Medizin da, stimmt's? Fieber senken und dann. Ja, ging es dir nach der Nacht wieder gut. Also ich dachte erst, sie muss heute dann zu Hause bleiben. Und ich habe dann Pizza gebracht. Ja, dann gib mal, Mami. Oh, ist noch im Ofen. Ist es schon fertig? Nein. Nein, müssen wir noch warten. Buch lesen. Aber heute ging es ihr wieder richtig gut. Ich habe sie trotzdem zu Hause gelassen, weil ich nicht wollte, dass sie dann vielleicht im Kindergarten dann wieder, ja, weiß ich nicht, wieder hohe Temperatur bekommt oder so. Und deshalb haben wir uns heute den Tag schön zu Hause gemacht. Ne? Bobo-Buch stand ganz oben auf der Liste. Haben wir hoch und runter gelesen. Das ist übrigens, draußen ist es schön. Das ist ein Baby. Das ist Bibi. Genau, kennst du Bibi? Das Baby heißt Bibi. Stimmt's? Das ist die kleine Schwester von Bobo. Sie ist Ja. sehr, sehr süß. Und dann schlaft das Baby Da schläft hier. das Baby. Im Kinderwagen schläft es, ne? Das ist immer gemütlich im Kinderwagen. Und glücklich. Genau, im Schatten. Ganz wichtig. Nicht in der prallen Sonne. Das haben wir aber schon gelesen, Elisa. Müssen wir einmal Kapitel überschlagen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hier. Das haben wir auch schon gelesen. Wir haben schon das gelesen. Haben wir das schon gelesen? Ich habe schon das gelesen, Mami. Zelten am See. Und was kommt dann noch? Das sind nämlich immer alles kleine kurze Geschichten mit ganz vielen Bildern. Das ist ganz toll. Ein Tag in den Bergen. Das haben wir noch nicht gelesen. Oh, das passt aber ganz gut. Wir sind nämlich ja auch bald wieder in den Herbstferien zum Wandern selber in den Bergen. Was muss denn Bobo alles machen in den Bergen?
Familie Siebenschläfer ist in die Berge gefahren. Und Bibi auch. Bibi natürlich, Bibi kommt auch mit. Aber die spricht nicht, die macht Bada. Genau, ist ja noch zu klein, um zu sprechen. Aber Lisa spricht schon ganz toll, ne, Stübchen? Und Bibi und Papa sind da. Papa und Mama sind auch da, ja. Die liebt Papa und Mama. Sie liebt Papa und Mama. Und Bobo ist auch da, ne? Und hat auch, wen hat er dabei? Hasi. Hasi ist auch immer mit dabei. Schönes Wetter. Schönes Wetter, ja, jetzt kommt die Sonne raus. Heute ist sehr wechselhaft. Lange Klamotten mussten wir anziehen. Und es regnet sogar, während die Sonne scheint. Das gibt's auch nur selten. Aber vielleicht haben wir Glück, dann können wir gleich einen Regenbogen sehen, Elisa. Müssen wir gleich mal suchen. Ist schon fertig, Mami. Ist die Pizza fertig? Ja. Da freue ich mich. Jetzt gibt's Abendessen. Pizza. Ah, Abendessen. Ich gleich nochmal gucken. Ich glaube, heute gibt's nur Brotzeit. Nichts Besonderes. Aber ich habe ja wieder gebacken. Bei mir gibt's wieder frisch gebackenes Brot. Schmeckt immer am besten. Ich liebe es, dass, wenn es frisch aus dem Ofen ist. Also wenn es dann schon einen Tag stand, dann schmeckt es nicht mehr ganz so lecker, weil die Kruste dann nicht mehr so krustelig, knusprig ist. Aber ja, man kann es dann trotzdem noch in den Toaster tun und dann essen Justus und die Kinder das trotzdem sehr, sehr gerne. Aber jetzt gibt es erstmal Pizza. Wow, das ist eine große Pizza. Was ist das für eine Pizza, Elisa? Was ist Nudeln, da drauf? Pizza. Käse, Käse, auch Käse. Nudeln sind auf der Pizza? Mhm. Das ist eine Spezialvariante von Elisa. Willst du auch ein Stück? Nein, ich abreißen. Nicht abreißen? Mhm. Aber wie soll Mami das dann essen? So essen, okay? Lecker Pizza. Du auch? Nein, das ist Nudeln. Das sind Nudeln? Mhm. Ja, was zu trinken wäre jetzt sehr gut. Johann und Clara sind auch in ihrem Zimmer, machen gerade irgendwas. Sie haben gerade Freizeit. Heute war auch schon Musikschule, also wir haben schon ein gutes Programm heute hinter uns. Das, der Tee ist heiß? Müssen wir ein bisschen pusten, ne? Dann geht's. Sollen wir mal direkt daraus trinken? Ja? Mmh, lecker. Schokolade mit Milch. Schokolade mit Milch. Schmeckt sehr gut, Elisa. Mag ich gerne. Hier fühle ich mich wohl, Elisa, in deinem Zimmer. Es ist immer schön. Hier gibt es zu essen, zu trinken, zu spielen. Ich halte mal eine Robbe. Oh nee, die Robbe. Die spricht und die macht die. Die macht mir ja manchmal Kopfschmerzen, ne, diese Robbe. Mhm. Erzähl mal was. Dann kannst du zeigen, was die Robbe kann, Elisa. Was kann denn die Robbe so tolles? Die kann sprechen. Und was spricht sie? Die macht Lisa zu mir. Sie brabbelt einfach alles nach, was man sagt. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen laut. Die hat repariert. Die hat Batterien drin, genau. Hast du ausgemacht? Ja. Kannst du ruhig auslassen, Elisa. Komm, wir spielen was anderes. Hast du auch so ein Ding? Also ich fand das ganz lustig, als wir das gesehen hatten im Laden. Aber jetzt im Nachhinein kann ich es nicht empfehlen. Ich versuche mal jetzt schon, die Bettdecke wieder runterzuräumen. Vielleicht brauchen wir die heute Nacht nicht. Wir gucken mal später, ne, Elisa? Ob das heute wieder geht mit dem Schlafen im eigenen Zimmer. Geh mal einmal, Elisa. Das Wetter ist gerade ganz gut. Es regnet gerade nicht. Ich wollte was holen. Da kann ich dir direkt auch etwas zeigen. Mami, geht einmal zum Beet hinten. Ich auch. Okay. Es hat sich nämlich wieder einiges geändert bei unserem Hochbeet. Die Saison hat sich ja jetzt auch geändert. Und viele wollten ein Update haben von unserem Gemüse und Obst. Also, hier sind so ein paar Sachen dazu gekommen. Also erstmal werde ich die hier gleich ernten. Meine Aubergine. Genau. Und das ist groß. Genau, die ist groß. Guck mal, wie groß sie ist. Wie eine, die man aus dem Supermarkt kriegt. Und ich glaube. Das ist nicht klein. Nee, klein ist sie nicht mehr, ne? Kann ich das essen?
machen wir gleich, ja? Dann müssen wir sie hier einmal abschneiden, dann nehmen wir sie mit, weil die hat auch schon andere Blüten gehabt, aber da kommt im Moment nichts nach. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie noch sehr beschäftigt ist mit der großen hier. Deshalb schneiden wir die gleich mal ab. Und dann wollte ich dir noch zeigen, das hier. Da hatte ich schon auf Insta-Story gefragt, ob jemand errät, was das für eine Pflanze ist. Und tatsächlich haben ganz viele das erraten. Also ich habe selbst davon erst vor kurzem mitbekommen. Und als ich gehört habe, dass es so ein Kraut gibt, musste ich das unbedingt haben. Und zwar ist das, es hat auch wieder verschiedene Namen. Auf jeden Fall sieht es aus wie Schnittlauch, aber es riecht und schmeckt wie Knoblauch. Falls du den Namen weißt, dann schreib mir das mal bitte. Mir fällt das gerade nicht ein. Ich denke, viele aus der Community möchten unbedingt wissen, wie das heißt, weil ich liebe es ja, Knoblauch zu essen. Aber ja, man riecht es dann auch. Und wenn man das aber gegessen hat, dann riecht man das nicht so. Stimmt's, Elisa? Und deshalb finde ich das richtig toll. Also das... Möchtest du das auch essen? Ich habe das auch in verschiedenen Soßen schon drin gehabt. In Spaghetti Bolognese-Soße habe ich das schon. Das ist Hündchen. Das sind die Hündchen. Ich bin's nur. Wir sind's nur. Alles gut. Ja, Bolognese-Soße, genau. Da schmeckt es super drin. Also macht richtig Geschmack. Das Essen riecht auch dann richtig lecker. Und deshalb, schau mal, ob du das findest. Guck mal, Kaka. Kaka? Das ist ja so ein Haufen. Ich glaube, das war auch wieder ein Igel. Wir haben ja so ein paar Igel im Garten. Ein kleiner trauriger Anblick ist mein Basilikum. Dem geht es irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, der mag den Topf nicht oder ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber müssen wir mal gucken. Wir haben den auch sehr, sehr viel gegessen. Also der ist auch gut abgerupft deswegen. Dann haben wir hier den auch neu. Da weißt du bestimmt, was das ist, oder? Also wenn du dran riechen würdest. Gesundheit. Oh. Gesundheit, Elisa. Das ist auf jeden Fall Cola-Kraut und es riecht wirklich nach Cola. Wir wollten das mal ausprobieren. Es ist halt auch so ein Dufterlebnis, wenn die Kinder dann hier durch den Garten laufen können, an verschiedenen Pflanzen einmal anfassen, riechen können. Dann haben wir ja auch hier verschiedene Minzsorten, Zitronenmelisse haben wir und Knoblauch haben wir auch. Und das ist, glaube ich, ganz schön so für die Kinder. Apfel. Apfel haben wir auch. Apfelbaum. Genau, haben wir ganz viele Sachen hier im Garten. Das hier ist übrigens ein Koriander. Und das ein... ist Erdbeere. Wo ist Erdbeere? Nee, das ist Minze, Elisa. Der sieht so ein bisschen exotisch aus. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz spezieller. Und guck mal, was hier passiert ist mit der Tomate. Erinnerst du dich noch, was für ein kleines Mini-Pflänzchen das war? Das war hier in der Ecke. Und seitdem ist das so extrem gewuchert und hat sich auch hier komplett irgendwie da drüber gelegt. Raupen haben hier auch gegessen, genau. Unseren Brokkoli haben sie gerne gefuttert und unseren Kohlrabi haben sie auch gerne gefuttert. Aber hier die, da weiß ich auch nicht, wo die Tomate hin will. Haben wir hier noch ganz viele Möhren, die müssen aber noch ein bisschen wachsen. Kann schon essen, Mami. Ja, die haben wir gestern gegessen, ne? Aber die waren noch klein. Wir wollen noch warten, bis sie vielleicht noch ein bisschen größer wachsen. Oh, guck mal, Elisa! Uiuiuiuiui. Guck mal, viele Erdbeeren. Da kommt eine kleine... Oh ja, stimmt, da kommen auch noch mal Himbeeren. Die sind ja auch schon reif, Elisa. Kann man sie ja schon holen. Ja. Das ist ja toll. Guck mal, hier kommen noch mal Himbeeren nach. Und was mich gerade total wundert, ist, dass sie ja doch noch Früchte kriegen. Ich dachte, die kriegt keine. Das sind ja diese kleinen Melonen. Ich freue mich total. Ich hoffe, die wird noch was. Die hat auf jeden Fall auch noch ganz viele Blüten und ist auch ordentlich gewachsen, seitdem sie hier bei uns ist. Ich wollte dir was zeigen. Ich habe dir ja erzählt, dass wir schon seit langem auf der Suche sind nach einem schönen Häuschen. Und ich habe dir jetzt mal beispielhaft, das war drei. Ich bin skeptisch geworden. Ja, warte mal. Drei rausgesucht, die so vom Stil her, wie wir uns das schon mal gedacht haben. Also es sind drei relativ unterschiedliche. Wir fangen mal mit dem hier an. Was jetzt aber nicht mein Favorit ist. Ja, von außen. Ich von außen schon, aber das Ding hat so viele Treppen. Ja, warte mal. Ich habe da aber nämlich was gesehen. Was? Also ich finde das von außen, ich mache noch ein bisschen heller. So fast wie unser Haus. Nee, das ist ja gar nicht anders. So wie unser Haus. So. Aber das ist ja schon mal hübsch.
von außen. Ne? Es ist halt schon anders als das, was wir haben. Aber man hat einen schönen großen Garten. Man kann da auf jeden Fall viel machen. Garage hat man auch, Carport. Und guck mal, das fand ich total beeindruckend. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, Justus? Guck mal ganz genau da bei den Treppen. Das ist jetzt ein Sisal-Teppich, oder? Ja, dieser Sisal-Teppich, das ist der aus unserem Haus. Also von dem jetzigen hier. Du meinst, den haben die hier abgeholt in einer... Das ist ja komisch. Nein, den hatten wir ja auch hier auf der Treppe. Erinnerst du dich noch? Ich hatte mal so ein Hausfoto, Hausvideo gemacht. Da habe ich dir auch so ein paar Vorherbilder gezeigt, wie es hier in diesem Haus ganz am Anfang aussah. Und da hatten wir diesen Sisal-Teppich. Wo ich Asthma-Einfälle bekommen habe. Da haben wir doch sogar... den rausreißen musste. Weißt du noch? Sogar noch ein kleines Stück haben wir doch da. Auf Ach, der stimmt, Ebene. Stimmt, auf der Ebene ist noch... Da kann man das noch sehen. Stimmt, stimmt. Und das hatten wir auch komplett verlegt oben. Im ersten Geschoss komplett. Schlafzimmer war das. Das war so ein bisschen eklig. Ja, da sammelt sich halt auch viel Zeug drin, ne? Mhm. Also ich finde das jetzt sehr altbacken, muss ich sagen. Treppengeländer ist ein bisschen altmodisch, aber... Das kommt sowieso alles weg und dann kommt da ein Aufzug. Ja, ich weiß, Justus macht das alles weg. Nein, was das Krasse ist, das Haus ist ja riesig groß. Und guck mal, was mich total beeindruckt hat, warte. Ich liebe das. Galerie! Ja. OMG-Galerie! Warte mal, ich muss dir noch ein paar Fotos zeigen. Wo sind die denn jetzt hin? Rein. Hier, guck mal. Was? Ja, die Treppe ist jetzt nicht so... Also nein, ich meine doch nicht die Treppe, ich meine die Galerie, ja, da oben. Ja, du mit deiner Galerie, ja. Und hier siehst du mal roh, also ohne jetzt die Möbel kauft man ja eh nicht mit. Hier hast du noch einen Kamin, wie hübsch das aussieht. Hä? Jetzt wieder die Treppe, ne? Ich weiß nicht, warum die so dunkel ist, ich finde das sieht nicht so hübsch aus. Das ist halt alt erhalten, die haben ganz viel renoviert. Ach so, meinst du? Das ist erhalten geblieben. Und das ist ein riesiges Haus, also da hast du 1000 Zimmer. Also das ist eins, das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Man hat da auf jeden Fall was zu tun, aber nicht so viel, weil das auch schon so total hübsch aussieht, finde ich. Also vom Rohbau her. Zeige ich dir was anderes? Aber da hat ja noch nie jemand drin gewohnt. Guck mal, das hier. Das ist so krass. Das ist noch eine viel krassere Galerie, weil ich zeige dir erstmal von außen. Nettes kleines Häuschen mit einem riesigen Grundstück. Das ist der Eingangsbereich, der ist auch schon hübsch. Ich finde, Eingangsbereich ist immer so wichtig. Mit der Treppe hoch finde ich das schon so ein bisschen so... Das ist echt schick. Oh, ja, so, so wichtig. Ja, da fühlt man sich wichtig, wenn man da so hochgeht. Ich fühle mich wichtig. Ah, ich stehe hier hoch. Guck mal, ich bin wichtig. Nein, das ist so besonders. Wir haben ja wenig Häuser. Warum eigentlich? Aber so eine kleine Treppe so hoch finde ich schon toll. Und guck mal, wie groß dieser Vorraum ist. Hey. Und da siehst du auch schon... Galerie. Gleich kommen noch bessere Fotos. Guck mal, wie krass. Alles Galerie. Ich weiß nicht, ob deine Zuschauer wissen, dass du eigentlich jedes Haus nicht nimmst, was keine Galerie hat. Na, das stimmt ja nicht. Und das ist aber ganz schön Platzverschwendung, ne? Stell das vor, ist doch nicht Platzverschwendung. Das kannst du von oben runter gucken. Ja, toll. Ansonsten wäre das ein riesiger Raum da oben. Guck mal, wie offen und hell. Genau sowas liebe ich. Na, kann offen. Man von oben runterspucken. Ach, Justus. Ja, ich... Warte mal. Komm mir nur auf die Gedanken. Waren hier noch irgendwelche Fotos? Nee, dann kommen nur noch Keller und so. Und es war eine moderne Heizung auch. Moderne Heizung, ja, auf sowas achtet Justus. Ja, da gucke ich ja nicht. Ich glaube, aber wenn es eine Heizung ist, die 50.000 Jahre alt ist, dann müssen wir das sowieso alles neu machen. Dann, das muss man damit einkalkulieren. Ja. Und die Rohre sind noch von 1972. Ja, aber die Leute haben doch auch bisher da drin gelebt und hatten keine Probleme. Und die sind ausgezogen, weil die Rohre geplatzt sind. Nein, also das. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Es ist vom Stil her aber anders als das erste. Das Problem beim nächsten ist nämlich, dass das nächste eher was für Justus ist. Und also da siehst du dann. Ja? Oder was? Cool. Siehst du nämlich dann jetzt den Unterschied von unseren beiden Geschmäckern? Weil Justus hatte sich ja auch schon damals, als wir uns für dieses Haus entschieden hatten, eins angeguckt, das war total. Ja. Da hat nichts mehr funktioniert. Da waren die Fenster kaputt, die Heizung war kaputt, der Boden war total... Ja, aber die Mauern standen noch und die waren echt genau. Gut. Das war das Einzige, was noch stand und was gut war. Das waren die Mauern. Der Rest hätte komplett... Du bist so fantasielos. Also, ja, das, wenn du das alles neu machst, kannst du es ja nach deinem eigenen Wünschen machen. Das wäre ja richtig cool gewesen. Ja, aber dann bist du da auch erstmal fünf Jahre beschäftigt. Aber dann würdest du ein Haus, in dem man leben kann, ja, immer diese Wünsche... Ich sehe das Haus an, Justus. Ich finde das so schön. Okay, jetzt gucken wir uns Justus Haus an. Das ist nur ein Beispiel, ne? Also nicht, dass du jetzt komisch denkst. Was ist das denn?
komisch denkst von uns. Ich habe jetzt einfach nur so ein altes, verramschtes ausgesucht, um dir ein Beispiel zu zeigen. Guck mal, warte mal. Dass es davon noch ein Foto gibt. Das zeigt es, wie alt er schon ist. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Das ist schon, das ist voll gruselig. Guck mal, wie gruselig dieses Foto schon ist. Naja, ich weiß nicht. Nein, das ist eigentlich gar nicht so, Justus. Aber ich wollte das mal zeigen. Warte mal. Ja. Das, machen wir weiter hier. Die müssen schon super speziell sein, die Häuser. Ne? Ja, das ist ja. Ja, aber ein dicker Pool. Genau. Da dachte ich mir auch, das passt irgendwie gar nicht. Das ist so ein altes Haus. Und dann hast du da aber so einen Pool. Und auch voll hübsch. Ja, nett gemacht. Das tja, die haben würde mich gewohnt, reizen. Die haben die ganze Zeit nur gebadet. Und ansonsten ist ja auch gar nichts schön gemacht, ne, vom Garten. Das ist alles nicht so hübsch. Guck mal, der Garten ist mir so wichtig. Aber da ist mir nur die Quadratmeterzahl wichtig. Den kannst du ja nachher und machen. Und das finde ich alles nicht hübsch. Das müsste man alles neu machen. Mit dieser komischen Tür. Das ist ja auch nichts zum Umbauen. Nee? Nee. Sieht man, dass ich mir die Nägel gerade in die Stirn gerammt habe? Beim warum? Nachdenken. Hm? Aus Verzweiflung oder was? Das mache ich immer so. Wenn ich nachdenke, nee, kann man nicht sehen. Wow. Ja, ja. Nein, das würde mich mal interessieren. Also, was passt besser zu uns? Welches Haus passt besser? Eins, zwei, da könnte ich mich gar nicht entscheiden zwischen eins und zwei, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder drei. Ich wünsche mir auf jeden Fall eigentlich wieder so ein Häuschen, wo man nicht alles neu machen muss. Wo man eigentlich nur die Möbel reinstellen muss und schon ist man fertig. Und damit hat man ja auch schon genug zu tun, bis man die Inneneinrichtung mal hat. Also ich konnte dir nicht geistig folgen, weil ich gerade dabei bin hier. Ja, hier. Willst du ein baufälliges suchen? Justus, du schon wieder ein baufälliges. Guck mal, hier, das wäre toll. Das findest du wenn schön. Wenn wir eine Null streichen würden, könnten wir uns ja, das auch so ein bisschen, guck mal, das findest du bestimmt auch gut. Sehr witzig. Komm, mach mal auf, ich will das mal zeigen. Guck mal, sowas findet Justus bestimmt toll. Da kann man auch eigentlich also, alles, was soll denn alles das? Wegmachen. Die ja, ich sag ja nur. Ja, wir... Ich wollte das nur mal zeigen. Du musst doch nicht so nervös werden. Du musst auch mal den Umkreis ein bisschen erhöhen. Den immer hier. Darum geht es doch. Ein Kilometer, doch, das geht genau darum. Naja, also nur damit du Bescheid weißt. Es gibt viel Klärungsbedarf. Das war damals auch schon so. Justus hat diese Vorstellung, ich habe eine völlig andere Vorstellung. Aber ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also entweder Haus 1 oder 2. Eine 3 geht ja. Also ich gucke ja immer nach die Grundstücksfläche, die Größe zuerst, weil mir das klar. Grundstück so wichtig ist. Ja, wie viel eigentlich? 25.000 Quadratmeter, wo ist denn das? Das ist ein bisschen sehr viel. Sehr weit weg vom Schuss. Ja, das kann nur irgendwo auf dem Land sein. Aber was wäre so deine Wunsch-Grundstücksgröße, Justus? Also richtig cool wäre 5.000 bis 10.000 Quadratmeter, das wäre toll. Das ist auch schon groß, ne? Ja, das ist groß. Aber kannst du musst ja nicht immer sagen, ich habe jetzt 15 bis 10.000 Quadratmeter Rasenfläche, alles gerade, sondern so Bäume und ein bisschen Hügel, so ein bisschen rauf und runter. Ja, genau. Nur, und da musst du halt nicht so viel Rasen. Und mein Gebiet mit Obst und Gemüse, das möchte ich auch unbedingt haben. Also ich habe ja auch so YouTube-Videos geguckt, das weiß ja Justus gar nicht, über Selbstversorger. Finde ich total spannend. Hast du mir gezeigt? Habe ich dir sogar gezeigt, ja. Die eine Dame, die voll, ach, stimmt, die ja. voll nett war. Und die haben wirklich, also, die haben alle so ein riesiges Grundstück, ne? Und die haben da wirklich, das ist ja gar nichts, was wir da hinten haben, an Mini-Beet. Die haben da wirklich, also wirklich Quadratmeter voll mit unterschiedlichen Beet-Sachen und auch normales Beet und pflanzen sich da wirklich alles an, um sich selbst zu versorgen. Und zwar über das ganze Jahr. Auch im Herbst und Winter buddeln sie sich dann da aus der Erde noch die Kartoffeln raus und sowas. Oh, das finde ich ja so toll. Ist natürlich bestimmt unfassbar viel Arbeit. Aber ja, so ein kleines Eckchen für sowas hätte ich schon gerne, wenn das möglich ist. Auf einem neuen Grundstück. Also ich muss Gemüse nicht unbedingt selber anbauen. Das gibt es ja auch. Gekauft, ja. Gekauft. Ja, aber du merkst doch selber, dass es viel schöner ist, wenn die Kinder und wir zusammen da hinten hingehen und unser Kraut. Das Problem rupfen. Ist nur, wenn ich möchte gerne Radieschen essen. Aha. Ja, so. Haben wir aber auch nicht angepflanzt. Doch, die sind nur so, in Blüten ja. aufgegangen und haben stimmt. keine Radieschen gemacht. Ja, komischerweise werden Radieschen nie was bei uns. Ja, was ist denn das? Ja, wir machen irgendwas falsch. Also die Radieschen machen irgendwas falsch. Die kriegen immer die beste Erde und trotzdem. Fangen die an, irgendwie nicht Radieschen zu werden? Ja, die werden nicht Radieschen unten, so knollelig, sondern die wachsen dann irgendwie nach oben und dann ist das wie nur Bohne so eine Wurzel unten, dieses ja. rote. Schmeckt dann also, sehr nach Holz. Falls du einen Tipp hast, was wir da falsch gemacht haben, dann sag mir das mal. Guck mal, das ist doch interessant. Ja, das ist auch schön. Das ist so ein Architektenhaus, so ähnlich wie unseres. Sieht man direkt.
Ich finde, das sieht man direkt. Finde ich auch total schön, sowas. Na gut, ich will dich nicht weiter voll blabbeln. Ich wollte das einfach nur mal zeigen. Das dauert ewig lange, bis man ein Haus überhaupt auf dem Bild hat, was einem gefällt, wo die Quadratmeterzahlen stimmen, wo das Umfeld stimmt, bis man sich das dann auch mal angeschaut hat, die Gegend. Na gut, wir verabschieden uns. Es ist schon spät, die Kinder sind schon alle im Bett. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.